Cook, Serve, Delicious. Folge 11. Willkommen zurück. Ja, und jetzt machen wir direkt hier weiter, würde ich sagen. Hier sind jede Menge E-Mails. 12 Stück, oh mein Gott, ey. Ich habe das Gefühl, es gibt eine Folge nur über E-Mails. Ich denke mal, wir versuchen jetzt einfach mal zügig da durchzugehen. Ich meine, das da oben ist einfach wieder Werbung für Cookserve Delicious 2. Wer weiß, vielleicht eines Tages. Aber das interessiert uns jetzt eigentlich nicht. Hier sind Patch Notes von Cookserve Delicious. Ja, ist jetzt vielleicht auch nicht so interessant. Interessiert mich jetzt auch nicht wirklich, muss ich gestehen. Und jetzt kommen wir zu den normalen E-Mails. Es gibt ein Lasagne-Upgrade. Das wäre ja für mich oder für uns durchaus interessant. Müsste ich mir mal anschauen. Finde ich ziemlich cool. Also schaue ich mal, was das ist. New Item available. Air Conditioning gibt's jetzt. Ja. Ich bin zwar nicht ganz genau sicher, was das bringt. Vielleicht auch die Geduld wieder oder sowas. Auf jeden Fall. Damit die Luft halt immer schön frisch ist. In meinem Restaurant. Tower Security Notice. As of today, Sherry Soda Tower will be fighting back against robberies that have happened within and outside our tower. Also ab heute wird der Sherry Soda Wolkenkratzer zurückschlagen gegen Überfälle, die in der letzten Zeit stattgefunden haben, innerhalb und außerhalb des Wolkenkratzers. We are replacing our broken security cameras with brand new. Also sie ersetzen die kaputten alten Kameras mit ganz neuen State-of-the-art equipment that should be ready within a few months time. Also ganz neues, gutes, tolles Equipment, das in einigen Monaten fertig sein sollte. In the meantime, please be aware that any criminal activity should be immediately reported to Tower Security. Also man soll in der Zwischenzeit aufpassen, dass man alles, was kriminell sein könnte, die Aktivitäten speziell, dass man die halt melden soll bei der Wolkenkratzer Security. And any details about the crime or criminal should be drawn on a notepad with pencils. We will be issuing to all tenants in the tower. Also man soll halt das alles dann halt aufzeichnen mit Bleistift, quasi irgendwie drawn, also ja, malen, aufzeichnen. Und man wird es dann, also, oder diejenigen werden es dann, wenn man das aufzeichnet, an die Mieter weitergeben. Thanks and here's to a more secure tower soon. Also danke und ja, auf einen bald sicheren Wolkenkratzer. Tower Security. Ja, ist halt eine E-Mail von der Security, also von der Sicherheitsabteilung des Wolkenkratzers. Ich habe keine Ahnung, ich würde es jetzt als Spam bezeichnen, ehrlich gesagt. More about robberies. Also jetzt wird es erklärt, was das eigentlich soll mit diesen Überfällen. Robberies can occur randomly during the day. Also es kann jederzeit passieren. And can have a negative impact on both bus and your bank account. Okay, also wenn Überfälle sind, ist dein Bus kaputt und dein Geld weg. Okay, da kommt wahrscheinlich so ein kleiner Typ und überfällt dich dann oder so. Also es passiert tatsächlich. The only way to get your money back and not receive negative bus for the day oder for the next day is to capture the robber using your excellent artistic skills. Um das Ganze zu verhindern, muss man seine künstlerischen Fähigkeiten quasi nutzen. Was auch immer das heißt, vielleicht muss ich ein Phantombild malen. Robberies should take priority over anything else you have going on the restaurant, so be alert. Also wenn das passiert, muss man sich ausschließlich darum kümmern. Das ist sehr wichtig anscheinend. Wahrscheinlich irgendwie ein Minigame, denke ich mal. You can practice robberies by choosing the practice chores option in the gallery tutorials menu. It will be the last chore to practice after rat traps. Ja, man soll es halt notfalls ein bisschen üben. Ja, das ist halt einfach wieder mal so eine Nebenarbeit-Geschichte. Also so wie die Dishwasher oder halt Rattenfallen aufstellen. So gibt es dann wohl auch ein Event, dass man quasi einen Dieb, einen Räuber quasi aufzeichnen muss. Ja, mal was anderes. Coming soon, cook for your love. Oder cook for love. Are you tired of being a lonely chef? Sind Sie... Haben Sie satt, ein einsamer Chef zu sein, also ein Koch zu sein? Well, now you can cook your way into a romantic relationship. Man kann quasi sich in eine romantische Beziehung reinkochen. We are currently building our new email dating service called Cook for Love, where we match exquisite two-star chefs or higher with people who have a taste of delicious dishes. More details will be coming soon. So start honing your craft and get ready to romance. Oh, for romance. Ja, das ist halt quasi
eine Single-Seite für Köche und sie vermitteln quasi 2-Sterne-Chefs oder besser mit Leuten, die gerne leckeres Essen mögen, also irgendwie so in der Art. Und ja, mehr Details kommen bald und man soll sich bereit machen dafür. Ja, ist halt Quatsch. Mit Soße ist halt eine Single-Seite für Köche, wie gesagt. A perfect day. Wow. I cannot believe you managed to serve every single order perfectly yesterday, with no missed chores to boot. You are truly Iron Cook material. Please accept this gift and continue cooking amazingly. Ja, das ist wieder dieser Chef Risotto, der ist begeistert, dass wir halt nicht einen Fehler gemacht haben, selbst noch Zeit hatten für die Nebenarbeiten und er schenkt uns halt $250 Bonus, weil wir so toll waren und wir wären aus dem Zeug für dieses Iron Cook. Aber das kennt er ja aus den ersten Folgen. Ein Weather Alert. Ja, kennt er wahrscheinlich. Buttermilk County ist eigentlich immer das gleiche. Also werden sie wahrscheinlich wieder vermehrt bei mir reinkommen. Menu Rot Occurring ist auch klar. Wieder ein Menü oder halt eine Speise, die raus muss. Safety Inspection. Do. Also es gibt wohl wieder so eine Safety Inspection. It's time for your 5-day inspection. An inspector will come to your restaurant a few times today for an hour or so and observe how quickly you respond to chores. Ja, das hatten wir schon. Das kennt ihr auch schon. Das brauche ich jetzt nicht nochmal vorlesen. Es ist einfach wieder diese Safety Inspection, bei der man guckt, ob ich diese Nebenjobs richtig mache. Wenn nicht, gibt es einen Bad Bus und so weiter. Kennt ihr schon. Das brauche ich jetzt nicht nochmal vorlesen. Hier noch Patch Notes for Let's Bowl. So ähnlich wie Blood Bowl wahrscheinlich. Bowling Balls now have to appropriate wave physics. Ja, es gibt richtige Physics bei dem Bowling-Kugel. Es ist halt wieder Spam für das Spiel. Let's Bowl gibt's in Patch Notes. Was weiß ich was alles. Also, ja, das ist eigentlich auch nicht so wichtig. Ja, also könnt ihr selber ein bisschen lesen. Da die Charakter bubbeln irgendwie weniger 11% irgendwie. Und das Game friert nicht mehr ein, wenn man mehr als 5 Pins umhaut und... Ja, ist natürlich völliger Unsinn. Okay, da sind wir da auch mal durch. Was mir gestern beim Anschauen meiner eigenen Folge übrigens aufgefallen ist, ist das hier. Und zwar, zum einen haben wir dieses $100-Tipp endlich geschafft und ich dachte immer, wir wären schon ein 1-Sterne-Restaurant und müssten dann den 2. Stern kriegen. Ja, nix da. Wir müssen den blinkenden 1. Stern erstmal bekommen. Es geht hier um diesen 1. Stern. Also wir sind noch nicht mal ein Einstern, also Star wollte ich gerade sagen, ein Starren. Wir sind noch nicht mal ein Starren-Restaurant, wir sind ein Null-Sterne-Restaurant. Also es geht um den ersten Stern. Das wollte ich eigentlich mal dazu erwähnen. Also wir haben noch nicht mal einen. Ja. Mal schauen mal ins Menü. Ja, das war jetzt klar, es war gerade ein Update für die Lasagne. Jetzt wollte ich mir das gerade mal anschauen, jetzt muss ich es rausnehmen. Das ist natürlich ärgerlich. Ich denke mal, ich mache den Fisch wieder rein. Wir gucken mal, was es für ein Upgrade ist. Das interessiert mich. Time to add a little meat to your lasagna offerings. Also es ist Zeit, noch ein bisschen Fleisch dazu zu machen. This new mix of Italian meat, also diese neue Mixtur des italienischen Fleisches, in your upgrade package are sure to beef up your lasagna and sales. So why not upgrade today? Beef up, also quasi, es kommt noch Rind dazu. Ja. Upgrade includes new Italian meat layer and recipe cards. Also es gibt wohl noch extra Rind jetzt, wenn man möchte. Klingt natürlich nice. Ich glaube, ich kaufe das jetzt auch fürs nächste Mal. Ist ja nicht das Problem. Und ja. Ich glaube aber, das hat, wie soll ich sagen? Ja, ein bisschen das Problem gemacht, dass wir jetzt wieder den Wein nicht holen können. Aber das wäre eh nicht gegangen. Ich bin immer noch der Meinung, dass ich auf den Wein sparen möchte, ehrlich gesagt. Also, ja. Wir können beim Equipment mal schauen, was da jetzt noch alles dabei war. Da war ja Rattengift und alles dabei und mal gucken, ob wir das finden. Ja, Rattengift, obwohl ich da eigentlich keine Probleme hätte. Was bringt denn dieses Air Conditioning? Your current Air Conditioning Solution just can't cut it with a large amount of customers. Also wenn es zu viele werden, also Kunden, dann wird es muffelig. Let us install a new one to keep those customers extra patient. Ja, es macht sie wieder geduldiger. Es muffelt nicht, ist auch eine Logik. Es stinkt nicht, also werden sie geduldiger. Weiß ich gar nicht. Nee, ich spare das jetzt. Das bringt ja nichts. Also, nee. Ich werde das sparen. Also, was sind das eigentlich für Stats? Also, da sieht man mal, was ich alles so verkauft habe. Ja. Was man alles so. Statistiken halt.
Es gibt auch sowas wie Pins, irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht so ganz, wahrscheinlich so wie Achievements im Spiel. Egal, ich würde sagen, jetzt hauen wir uns einfach mal den nächsten Tag um die Ohren. Mal schauen. Beginnen. Mein Bass ist gut, es hat funktioniert, dass ich so gut war. Three times, seasoned and juicy. Jawohl. Brauch dringend mal, glaube ich, ein neues Essen, sonst wird es zu einseitig. Die Musik ist, glaube ich, neu. Three times, 1, 2, 3 und juicy. Klingt wie so ein 80er-Jahre-Film. So Miami Vice oder so. Oder Bad Boys, obwohl das nicht aus den 80ern ist. Und schon regnet's, Weather Alert und so. One seasoning, twicey juicy and citrus. Okay, das flaschen wir kurz. Pretzel, just salt. Oh je, Safety Inspection. Ja, krieg ich mal schon hin. Sieht man ja auch hier. Fisch. Wie war das jetzt nochmal? Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr. Einfach nur zack, zack, zack. Zack, zack. Ich glaube, das war's auch schon. Ich wusste es jetzt gerade gar nicht mehr, aber ich glaube, das ist einfach nur eine Klick-Kombo. Ja, funktioniert. Ein Bierchen, jawohl, machen wir. Es geht jetzt auf Reibe los. Eins, zwei, drei, juicy. Wunderbar. Bierchen. Noch ein Bierchen. Hab gerade gesehen. One season, twice the juice. Hab gerade gesehen, der Fisch ist schnell, dass er verbrennt. Also da darf man nicht lange warten. Der war voll schnell am Steigen gerade, habe ich gemerkt. Das war heftig. Da muss man sich beeilen. Pretzel. Cinnamon. Ah, ich hab Butter vergessen. Ah, verdammt, schon einen Fehler gemacht. Ich hab Butter vergessen. Schon war ich einfach einen Moment abgelenkt. Schon habe ich Butter vergessen. Kommt vor. Naja, ist ja nicht so schlimm. Two Mint. Cherry. Whipped Cream und Nuts auch noch. Ja, 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 ja. Schnell den Fisch noch raus. Habt ihr gesehen, wie schnell das ging? Ich muss meine Dishes machen. Auch schon fertig. Gut. Eins, zwei, drei. Juicy. One seasoning, twice the juice, citrus. Trotz des Fehlers finde ich es immer noch ganz nice. Ich habe auch 20% Bass, also ist doch okay. Kann man doch eigentlich nicht meckern. Ein Bierchen. Raus mit dem Steak. Das kann auch raus. Wie sie mich immer anstarrt. Fischchen. Flush. Also der Dishwasher hat sich schon bezahlt gemacht, finde ich. Butter und Cinnamon. Butter und Cinnamon. Die Rattenfalle aufstellen. Okay, three times on one juicy. Alrighty, two mint chocolate. With cherry. Das war's, glaube ich, schon. Müssen wir noch flaschen. Rush hour! Oh mein Gott! One seasoning, twice the juice and citrus. Three times. Und juicy. Ja, Wollinger, was haben wir hier? One season, twice the juice and citrus. Jetzt wollen sie hier was mampfen, oder was? Raus damit. Raus damit. Raus damit.
Bierchen. Klappt doch. Oh, ein Bierchen. Ja, Wollinger. Und raus damit. Loschi. Ein Bierchen. Müssen wir Dishes machen gleich. 1, 2, 3. One juicy. Alrighty. Ja, funktioniert doch, oder? Also passt doch soweit. Bierchen zum Steak quasi. Das Geld geht auch nach oben, also das passt da nicht soweit. Vielleicht kann man dann endlich den Wein machen in der nächsten Folge. Bisschen Tipp vielleicht noch. Wer weiß. Wäre eine gute Kombo geworden, wenn ich den einen Fehler nicht gemacht habe, hätte. Also, es war nämlich nur ein einziger Fehler. War nicht gerade viel. Just salt, kein Problem. Es war nicht mal eine schlechte Dings, war so halt so ein mittelmäßig Ding. Ich glaube, das war es jetzt fast schon. Also, die letzte Viertelstunde läuft. Ich weiß nicht, ob überhaupt noch jemand kommt. Ah, einer kommt noch. 1, 2, 3. Juicy. Ja, das Steak haue ich noch raus. Also, ein Fehler, gell? Sonst wäre es wahrscheinlich auch wieder eine 40er-Kombo oder schlimmer gewesen. 50er-Kombo oder so. Heute war ja durchaus mehr los. Ja, könnte man so sagen. Jetzt, was ist mit dem Steak? Wir machen zu. Kannst du mit nach Hause nehmen. Ja, also wie gesagt, 47 waren es. Es wäre eine 47er-Kombo gewesen, aber ein ja, Durchschnittsgast. Aber ich bin zufrieden, also durchaus. Positiver Bass wieder 23 und also war doch okay. War doch echt okay. Ich muss halt, um diesen einen Stern zu kriegen, halt 20 Tage quasi das Restaurant offen haben. Sind jetzt halt 11. Ansonsten habe ich nämlich schon alles. Ja. Und das ist auch schon der nächste Tag. Und den seht ihr in der nächsten Folge. Und bis dahin. Tschüss.